Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Ich lasse jetzt so laufen, kommt, wir machen nicht nochmal Neustart. Das die DAX-Analyse für den Freitag, den 14., nicht Freitag, der 13., das hat nicht geklappt, Freitag, der 14. Januar. Und ja, unser DAX, der wühlt hier echt mächtig, mächtig, gewaltig mit Abschleppseil, um sich da irgendwie aus seinem Schlamm rauszuwühlen, aber er krebt sich halt immer weiter rein. Und jetzt zum Donnerstag, das hat es echt nicht besser gemacht. Also der hat wirklich ordentlich gewickelt hier mit den Reifen rumgespritzt und Schlamm gemacht. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere dem ja dezent den Stinkefinger ins Bildschirm reingehalten hat. Also ich habe sowas früher mal gerne gemacht, wenn er mich wirklich angepisst hat. Er hat hier jetzt keinen Trade drin gehabt, von daher war es mir ein bisschen egal gewesen, aber ich glaube, wenn, dann hätte er mich schon angenervt. Weil, ich sag mal, was haben wir gesagt? Wir haben gestern gesagt, also grundsätzlich hat er den Vorteil nach oben, wenn er eben nicht nach unten die 6,70, nee, halt die 79, 69 nach unten auslöst. Die hat er direkt zum Beginn ausgelöst und damit eigentlich gezeigt, dass er tiefer will. Hat dann aber nochmal oben den Hebel rumgedrückt und sogar noch ein höheres hochgestellt. Und eben bei einem höheren Hoch hat man gesagt, das ist eigentlich als Kaufsignal zu verstehen halt, ne? Also es ist ja auch tatsächlich ein Kaufsignal. Nicht, weil wir das jetzt so interpretieren, sondern weil es nach technischer Analyse einfach ein Kaufsignal ist. Es ist ein höheres Hoch, es ist nach einem höheren Tief gekommen. Das heißt, an sich hätten hier Marktteilnehmer einsetzen müssen und den Markt nach oben kaufen sollen. Na, also rein nach Grundinterpretation eines Charts, ne? So wie man einen Chart liest. Das hat aber nicht getan, hat das direkt ausgekonnt und ist direkt nach unten durchgerannt. Ne? Wir haben dann auch im Verteiler bei uns gleich geschrieben, also nach so einem Fehlausbruch auf der Oberseite, dann folgt in der Regel immer noch mal im DAX ein Fehlausbruch auf der Unterseite. Den hat er dann auch getan, hat hier unten einmal auch zurück, ist dann einen schönen Rücklauf an die 1,20 dran und dann hätte ich erwartet, dass er dort seitwärts rausgeht und am Freitag unten die Strecke raus nochmal probiert anzulaufen. Das hat er jetzt schon getan und ist genau auch auf das Ziel gegangen, was wir hier gestern gesagt hatten, wenn er die 79, 69 bricht nach unten, dass er dann eben hier diese 900, die 890 dann anlaufen kann. Das hat man ja so gesagt. Es ist bloß von der Reihenfolge halt blöd gewesen, denke ich mal. Also da dürfte es viele rausgeschmissen haben, die vielleicht früh sogar schon den Short richtig auf Weiße aufgebaut haben, dann hier rausgeflogen sind. Und der Markt trotzdem gemacht hat, was sie wollte. Also bisschen frech im DAX, deswegen hier auch das Bild, der hat halt wirklich ordentlich auch rumgewickelt halt, ne? Und am Ende steckt er jetzt tiefer drin, als er die Vortage drin gesteckt hat und dreht sich natürlich auch ein Tageschart wieder runter halt, ne? Und jetzt sind wir plötzlich wieder in der Situation, die ich gestern schon mal so ein bisschen mit der Maus vorgemalt habe. Das war die letzte Woche, in der ersten Wochenhälfte stark, dann komplette Gewinne wieder abgegeben. Das war die aktuelle Woche, jetzt sind wir auch wieder abgedreht. Wir sind ja schon abgeflacht, ne? Da haben wir ja gestern gesagt, das Abflachen ist schon so ein bisschen verdächtig. Aber eben, solange da keine Dynamik nach unten kommt, sollte man sich da keine Sorgen machen müssen, weil das dann eben nach oben treiben kann. So, und die Dynamik ist jetzt gekommen halt. Ne? Also hat jetzt wirklich hier richtig rote Kerzen nach unten gestoßen und von daher müssen wir hier ein bisschen feinjustieren, anpassen und ihm auch nach unten jetzt eben nochmal den Raum geben. Und da muss man jetzt tatsächlich dann auch hingehen und sagen, okay, also alles, was da jetzt auch unter dem Donnerstag noch rausgeht, also das klappt irgendwie überhaupt nicht mehr hier mit meinem Ziehen. Ich weiß nicht, ob Trading View da was angepasst hat. Normalerweise ging es immer ganz gut. Sollte jetzt natürlich, dass ich unter dem Donnerstag auch weiter runterarbeiten, dann geht es hier wieder in die 1587, 1547 runter. Und dann hat er letztendlich das gleiche gekonnt wie in der Vorwoche. Ja. Hat er das gleiche gekonnt wie in der Vorwoche und sich hier einfach die Wochengewinne wieder runtergenommen. Ja, und dolle zum Klatschen ist das nicht. Also. Das ist nicht unbedingt Stärke und Januar-Monate sind eigentlich immer gut. Ne? Also saisonal betrachtet, Dezember, Januar Long ist eigentlich so fast schon eine todsichere Sache. Fast, eigentlich. Ne? Beim Traden ist nie was sicher und ist nie was ist 100%. Aber es ist saisonaler Vorteil einfach auf der Oberseite. Ja, und bisher sehen wir da nicht viel. Also zumindest ist alles, was nach oben geht, das wird meist sogar noch tiefer wieder zurückgestoßen. Und deswegen würde ich da auch ein bisschen aufpassen, wenn er zum Dienstag jetzt, zum Freitag jetzt wirklich schlecht drauf ist, dann kann das auch an die 700 schon gehen. Vielleicht sogar eine 670. Das fände ich gar nicht so abwegig. Deswegen, alles, was unter den 900 jetzt stattfindet, Platz nach unten. Eingedreht ist er schon. Könnt jetzt nochmal so eine Welle nach unten schieben, wie er es hier getan hat. Na, vom Bewegungsspielraum können wir mal gucken, wie viele Punkte wir da ansetzen dürfen. Nehmen wir hier das FIBO-Projektion. Moment.
Die setzen einfach auf die erste Welle, gehen ans Hoch der zweiten Welle und haben dann hier um 16:90 die Ausgangssituation. Und da sehen wir das schon, das passt eigentlich ganz gut, ne? 15:47 so als erstes Teilziel, 15:660, das ist die 15:670 da ganz in der Nähe. Das clustert sich auch sehr schön und sogar 15:530, die ist ja auch altbekannt, da hängt sogar der andere Trigger-File. Passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, ne? Also von der Fibo-Projektion. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Weil der Markt sich häufig, wenn er eine Bewegung neu anfängt, wo er noch keinen Vergleich hat, noch kein Maß, einfach was er anlegen kann, ne? Hinsichtlich, wie weit lasse ich denn meinen Short laufen? Also jeder Verkäufer überlegt natürlich, wie weit lasse ich meine Position laufen und so weiter. Und da orientieren sich viele Marktteilnehmer immer an der vorherigen Welle. Das ist einfach so, also auch die Großen machen das, die tatsächlich was bewegen. Und dadurch sieht man das immer mal wieder, dass bestimmte Verhältnisprofile der vorherigen Bewegungswelle einfach von der neuen dann abgetragen werden. Und wie gesagt, das sind jetzt die einzelnen Stationen, die wir ohnehin jetzt gerade ermittelt haben. Und da passt es eigentlich schön aufeinander. Also insofern auf der Unterseite eine schöne Vorlage. Allerdings hatten wir auch jetzt die letzten Tage auf der Oberseite schöne Vorlagen. Die hat er nicht genutzt. Sollte der DAX sich überhaupt nicht unter 900, überhaupt nicht unter 920 zeigen zum Freitag, nehmt es auch zur Kenntnis. Dann wird das wahrscheinlich ein Fehlsignal jetzt auf der Unterseite. Und er wird dann einfach hier in seiner Seitwärtsfensterseite schieben. Na, also, und dann am Montag auch nochmal nach oben nachsetzen. Na, das bleibt ja nicht aus. Also wenn er zum Freitag nicht nach unten liefert, setzt er am Montag noch ein neues Hoch hier drauf und geht nochmal über die 1,20. Das sollte auch mit dazu gesagt sein, ja. Nicht, dass er da jetzt hier irgendwie, wenn der nach oben kommt und er steht dann bei 15,89 und ihr sagt dann, boah, geil, der Martin hat gesagt, es geht bis 57, da mache ich jetzt noch ein paar Punkte mehr drauf. Ne, haue da fett Short gegen, das wird wahrscheinlich ins Auge gehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das klappt. Der muss da wirklich schon, eigentlich schön, wie er das letzte Woche gemacht hat, ne? Schön dranbleiben und jetzt einfach die Bewegung noch durchziehen. Ja, und dann schafft er das auch bis 6,70, 6,60 hier. Es würde gut reinpassen. Ja, 57, 87. Aber man sollte nicht zu pessimistisch reingehen und sich vor allen Dingen auch öffnen. Was passiert, wenn er sich hier auskontert? Was passiert, wenn er hier lange grüne Kerzen nach oben stellt? Dann geht er halt wieder ran an die 16,20. Dann geht er wieder ran an die 16,75. Und dann geht er auch wieder ran an die 16,120. Weil das ist eine klare Vorlage nach unten. Nutzt er die nicht, baut er sich natürlich unheimliches Überraschungsmomentum auf der Oberseite auf. Und dann steigt er viel, viel, viel leichter oben raus, wie das jetzt die letzten Male passiert ist. Einfach, weil hier eine gewisse Grundmarktbereinigung stattgefunden hat. Ja. Also, das ein bisschen mit dem Hinterkopf behalten, ansonsten Chart eher nach unten eingedreht, Tagesschart ist auch eher nach unten jetzt wieder eingedreht. Und lässt hier sogar eine Option auf eine 200-Tage-Linie noch stehen. Das hat man, glaube ich, bei uns im Chat auch mal die letzten Tage ein bisschen schon mal in den Mund genommen und angepeilt. Und von daher würde ich sagen, reicht das hier eigentlich soweit? Die Zonen sind momentan sehr klar, sehr deutlich, klassen sich auch schön über verschiedene technische Hilfsmittel. Und von daher kann man die bestimmt auch schön antraden. Deswegen mache ich jetzt hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.